Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zum wöchentlichen Rückblick auf unser Pianodon-Projekt. Ihr könnt die kompletten VODs jetzt inzwischen auch auf YouTube anschauen, für den Fall, dass ihr absolute Details haben möchtet. Da ist alles ungeschnitten mit drauf. Aber für den Überblick bin ich heute da. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wir haben wieder richtig krassen Fortschritt hinbekommen, denn wir haben endlich Klippensprengstoff. Das klingt so banal, aber ist es halt nicht. Denn um diese wunderschöne kleine Fabrik hier laufen zu lassen, brauchen wir eben Eisen, Stahl für die Fässer und inzwischen unser Klippensprengstoffvorrat sogar zurückgestaut. Ich würde sagen, da legen wir mal einen größeren Vorrat an. So. Denn dafür brauchen wir eben Kollagen, Urea, Kohle und Schwefel, damit wir hier zusammen mit Wasser Sprengstoff herstellen können. Und wo soll ich anfangen? Also Urea ist relativ simpel, da braucht man nur die Pilze für, das ist okay. Schwefel ist relativ simpel, da gibt es diese riesen Sulfurminen. Das heißt, sie brauchen eben nicht dieses klassische Ölraffinerie, sondern wir können Sulfur einfach aus dem Boden graben. Das macht es auch simpler. Kohle müssen wir aus Rohkohle zusammen crushen. Und dabei kommen eben auch noch andere Sachen mit raus. Und diese anderen Sachen, die verbrennen wir hier in der Hoffnung, dass wir das schnell genug verbrennen, damit wir keinen Rückstau haben. Das sieht aber auch gut aus. Also wir haben einen Rückstau, aber wir haben auch genügend Kohle. Das passt schon irgendwie. So, jetzt aber zu den spaßigen Teilen. Kollagen. Für Kollagen brauchen wir nämlich Urea. Easy peasy haben wir. Haut. Da sind wir echt ein paar Mal in die falsche Richtung gelaufen. Acetic Acid, da sind wir auch einmal in die falsche Richtung gelaufen. Und Dampf. So, ich lege mal mit der Acid los. Denn die ist irgendwo hier unten. Da müsste die sein. Hier kommt diese Acid raus. Diese Acid braucht Methanol und Carbon Dioxide. Carbon Dioxide kriegen wir, indem wir Holz zerschreddern zu Pellets und verbrennen. Ich glaube, es sind Pellets. Ne, ist Organic Matter. Verbrennen, dann kriegen wir CO2 raus. Und Methanol bekommen wir aus Tin-Chromium-Alloy, Naturgas und also Natural Gas und heißer Luft. Heißer Luft, das sind Steine, die wir aufbrauchen, sage ich jetzt mal. Also Steine werden ja, Stein wird gebrannt und der Brand, das Item ist dann warm, was er dann genutzt, um heiße Luft zu erzeugen. Die Steine sind danach weg, was ein bisschen anstrengend ist. Aber da gibt es effizientere Rezepte und die nutzen wir an anderer Stelle schon. Wir wollten es einfach nur zum Laufen kriegen. So, hier haben wir das Tin-Chromium-Alloy. Witzigerweise brauchen wir hierfür auch Chromium. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Kiste, die müssen wir regelmäßig nachfüllen mit Chromium. Und dann haben wir diese Säure. So, wo sind wir damals falsch abgebogen? Wir hatten ein Rezept, das Methanol aus Natural Gas herstellt. Mal ganz kurz nachschauen. Genau. Wir hatten so ein Rezept. Mal abgesehen davon, dass wir das für eine komplett andere Platte brauchen, war da irgendwo ein Denkfehler bei uns. Oder war das direkt beim Asset? Das ist die hier. Die Nachbarn renovieren gerade. Sorry, Leute, das kann ich nicht wegmachen. Ja, okay, auf jeden Fall haben wir irgendwo Natural Gas gebraucht, dachten wir. Und haben angefangen, Natural Gas aus allen möglichen Ecken. Alter Falter, sorry, Leute. Aus allen möglichen Ecken zusammenzukratzen. Unter anderem eben mit den Vorprodukten Schweröl, Lubricant und so weiter. Hier aus so einer schönen Kohleproduktion, die aktuell stillsteht, weil wir zu wenig Kohle haben. Das liegt aber daran, dass die Züge gerade Probleme haben. Aber eins nach dem anderen. So. Also da sind wir auf jeden Fall falsch abgebogen. Dann
Das zweite Thema, wo wir falsch abgebogen sind, ist die Haut. Haut gibt es auf zwei Varianten. Und zwar einmal über die Kadaver-Arum-Frucht. Da kommt Skin, Meat und Blood bei raus. Und dann sind wir hergegangen und haben halt geschaut, dass wir alles herstellen: Acid Gas, Clean Water, Humus, Fertilizer, Pure Sand, dass wir alles haben. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir, damit wir das Gebäude bauen können, wir Advanced Small Parts brauchen. Und als wir die angeklickt haben, haben wir wieder das Weinen angefangen, denn die brauchen Stainless Steel, die brauchen Nixelit und Nylon. Und ich glaube, das sind die drei einzigen Sachen, die uns aktuell fehlen, um Advanced Parts herzustellen. Also haben wir im Endeffekt diese gesamte Vorbereitung beiseite geschmissen und haben gesagt, wir nehmen das andere Rezept. Und das andere Rezept ist über ein Tierchen, über ein Zipier, was wohl ein Hummer ist, eine Krabbe ist, irgendwas ist es. Wir nehmen jetzt einfach mal kurz eine Tour durch die Station, hoch zu der Produktion davon. Kurz bis hier ging es. So. Ich würde am liebsten den Nachbarn gerade irgendwie ärgern, aber ich meine, komm, er renoviert seine Wohnung. Das ist etwas, das macht man halt ab und zu mal. Es ist ein Werktag, es ist tagsüber, wenn ich hier aufnehme. Also das Ruhegebot gilt leider auch nicht. Und ja, muss ich jetzt halt leben. Hoffentlich macht er das nicht den ganzen Tag, sonst drehe ich mich durch. Ich habe nachher noch Homeoffice und das als Hintergrundgeräuschkulisse die ganze Zeit ist, finde ich doof. So, okay. Wir haben hier ein paar Tanks, wo diese wunderschönen Zipiers Arbeit erleben. Und hey. Überzug, warte mal auf mich. So. Und die werden eben zerlegt zu Knochen, Haut, Fleisch und Blut. Das Blut bieten wir an, läuft aktuell schon über, weil wir brauchen halt nur die Haut im Moment. Hier sieht es ähnlich aus. Haut ist fast nicht da, aber Knochen und Fleisch. Man kann Fleisch nicht stapeln, das ist unpraktisch. Um das alles produzieren zu können, brauchen wir die Favogari-Substrate. Die haben wir ja eh schon für die rote Forschung, für die erste Level Tier 1 Forschung gehabt. Brauchen wir Steine für das Salzwasser und eben Steinwolle. Vermutlich ist das einfach so eine Nahrungsergänzung für die Viecher, damit die schönes Leben haben können. So, die Pilze, die stellen wir hier drüben her. Also das Substrat stellen wir hier drüben her. Dafür brauchen wir die Pilze und Coke. Coke produzieren wir auf so viele Arten und Weisen. Inzwischen ist alles super. Das Substrat ist da. Hier haben wir die Steinwolle. Produziert super langsam, aber der Server läuft über Nacht durch, also reicht das aus. Brauchen wir halt Creosote. Upsala. Gravel zusammen. Wir haben uns für die Gravel-Variante entschieden, weil das mit Creosote cooler ist als über Dampf und Steine. Ich überlege gerade, warum war das so? Genau, weil wir Gravel aus Steinen herstellen können, aber nicht umgekehrt. Blöd ist nur, dass sie halt 10 Steine verbrauchen und 10 Steine sind nicht 10 Gravel. 10 Steine sind irgendwie nur 8 Gravel oder so. Das heißt, wir haben uns blöderweise auch für das ineffizientere Rezept entschieden. Aber puh, ich sag mal, ist jetzt halt so. Und wir kriegen halt Kohle aus Pilzen. Pilze kriegen wir aus Wasser und Humus. Humus kriegen wir aus Pilzen. Das ist also aus Wasser. Wasser können wir aus dem Nichts erschaffen. Das ist also wirklich ein Rezept aus nichts. Aus Kohle können wir mit dieser wunderschönen Fabrik einfach alles herstellen. Also hier von Flue Gas über Syn Gas über Coal Gas über Tar über Heavy Oil, Lubricant und Creosote stellen wir hier auch noch Coke, Asche, Metall, Eisenoxid. Wirklich, wir stellen so viel Kram her. Und dafür brauchen wir halt nur ein paar solche Stationen, die hier aus Pilzen Kohle machen. Und das ist für mich vollkommen ausreichend. Also, wir haben jetzt hier das ineffizientere Rezept, aber alle Items, die wir dafür
brauchen, bis auf den Stein, sind im Endeffekt aus dem Nichts zu erschaffen. Und Stein kriegen wir auch noch hin, aus dem Nichts zu erschaffen. Denn es gibt ja Bohrköpfe, Bohrflüssigkeit und sowas. Also das ist alles connect. Gut. Hier haben wir die Pilze. Wir hatten letzte Woche hier drüben so einen Pilzwirrwarr hier so durchgebaut, um die Klippen zu umgehen. Das hab ich gestern Abend noch abgerissen. Und durch spezialisiertere Stationen ersetzt, damit wir oder hier drüben haben wir auch nochmal so eine Station, damit wir einfach Pilze haben, und zwar genügend Pilze haben, damit wir eben Kohle herstellen können und aus dem Coke Dinge bauen können, die wir sonst noch so brauchen. Ihr seht gerade, das LTN hat noch ein paar Probleme. Da war ein Bahnhof falsch verkabelt, weswegen jetzt hier unheimlich viel Sand und anderen Kram im LTN rumliegt. Nicht ganz praktisch, aber das fixt sich auch wieder. Und all das hier läuft immer noch mit diesen 10 Zügen. Also, oder wie viele Züge sind denn das jetzt eigentlich? Mit diesen 13 Zügen. Wenn das Depot überhaupt voll ist. Und es funktioniert. Also, es funktioniert vielleicht nicht schnell, aber es funktioniert. Und darauf kommt es für mich an. Gut. Jetzt ist hier, wo wir Fleisch, Knochen und Co. herkriegen. Jetzt schauen wir mal runter zu dem nächsten technologischen Fortschritt, den wir so haben. Denn wir haben... Schauen wir mal hierher. So, und dieses Mal bitte bis Item kommt. So. Und... Wir fahren jetzt hier dran vorbei. Hier haben wir noch eine Kohleverarbeitung. Hier haben wir unsere Zinn Grade 4. Das hatten wir aber, glaube ich, letzte Woche schon. Drilling Fluid haben wir inzwischen auch. Das haben wir hergestellt, weil wir dachten, wir brauchen es für Natural Gas. Fun Fact, brauchen wir doch nicht. Und ganz kurz, warum fährt hier ein Zug rein? Der holt Creosote ab. Gut, okay. Für die haben wir dann hier auch noch Pflänzchen gebraucht. Und dieses Guar Gum, was hier hergestellt wird, das stackt so dermaßen hoch, dass wir uns was haben einfallen lassen, wie wir das trotzdem irgendwie transportiert bekommen, weil das einfach so mäh ist. So, hier haben wir eine wunderschöne Station. Das ist die Koksplantage. Denn die macht eben auch aus dem Nichts einfach wieder Pilze, macht daraus Kohle, bearbeitet die Kohle eben zu ein paar Teilen und hier ist noch ein Problem. Hier ist ein Problem, und zwar müssen wir nämlich diese Kohlenebenprodukte immer irgendwie loswerden. Hier werden die verdampft zu Steam, und das muss aber ich sag jetzt mal so Overflow-mäßig vernichtet werden. Das heißt, da machen wir jetzt mal ganz kurz eine Overflow Pipe hin und ein nicht Flare Vent. So, dann geht hier nämlich der Dampf raus. Dann verbrennen die hier nämlich die Asche. Dann kommt wieder Kohle durch. Und hier wird aus der Kohle mit Dampf Red Hot Coke hergestellt. Und eben Coke Oven Gas. Die Red Hot Coke wird dann runtergekühlt. Dabei kommt dann eben nochmal Kohldust mit raus, den wir dann hier wieder verbrennen müssen. Und dieses Coke Oven Gas speichern wir hier zwischen und nutzen wir hier drüben nämlich, um die Steine aufzuladen, eben von Warm Stone Brick auf Warmer Stone Brick, und die kommen dann hier raus und werden dann hier wieder zu normalen Stone Bricks abgekühlt. Auf die Art und Weise brauchen wir keine, also verbrauchen wir die Stone Bricks nicht, um Hot Air herzustellen, und die Hot Air wird dann hier angeboten, und die werden wir dann nutzen. Mit Hot Air werden Rezepte effizienter. Also jetzt als Beispiel nehmen wir das Copper.
Wenn wir da Coppercasting betreiben, bam bam. Da brauchen wir irgendwas mit Fluid Copper. Ja, genau. Molten Copper kann ich mit Sandcasting und Borax zu 60 Kupferplatten machen. Und wenn, nur wenn ich Hot Air drauf schmeiße, wären es 75 Platten. Das sind also, lass mich kurz überschlagen, 25% Steigerung. 60 die Hälfte sind 30, die Hälfte sind 15, 15 sind mehr, also 2 die Hälfte 25% Steigerung. Lohnt sich also. Und dafür, dass wir das dann hier aus dem Nichts kriegen, ist doch super. Und er hier wendet den Dampf gar nicht. Muss das in einen Sinkhole? Das wäre ja komisch. Ja, in dem Fall machen wir hier einfach mal ganz kurz einen Ding raus. Umdrehen. Und dann müssen wir den Dampf eben in den Boden schmeißen. Klappt das? Nein, klappt auch nicht. Okay, dann, ich hatte vorhin Engines dort gesehen. Dann machen wir einfach 6 Engines dahin. 2, 3, 4, 5, 6. Und na komm. Dampf kriegen wir los. So. Das nimmt jetzt natürlich nur so viel Saft weg, wie wir tatsächlich auch verbrauchen. Also ist jetzt nicht exakt der Verbrauch, aber es ist immerhin ein Verbrauch. Und wir müssen den Dampf halt loswerden. Das heißt, hier ist jetzt sozusagen immer irgendwas zwischen 80 und 100. Wenn es unter 80 fällt, hält es ab. Und hier haben wir einen Underflow Valve. Denn hier, der muss auch unter 80 bleiben. Und lass mal ganz kurz nachschauen. Die haben 400. Und der hier macht aus 200 Wasser nämlich auch nochmal 100 Dampf dazu. Und die hier verbrauchen 200 Dampf. Das heißt, die verbrauchen mehr, als die produzieren. Sollte also passen. Das Problem ist wirklich nur, also nicht, dass wir einen Dampfrückstau haben, sondern das Problem ist, dass wir einen Coke-Dust-Rückstau haben. Und das ist halt das, was ich meine. Pianodon ist so ein geiles Ding, da kann man so viel mit basteln. Allein mit diesen Underflow, Overflow Vents, die gehören eigentlich nach Vanilla meiner Meinung nach, weil man mit denen so viel machen kann. Und ich bin echt happy, dass wir hier zu, ich glaube, 14 sind wir meistens, plus minus ein, zwei Leute, die ab und zu mal reinschauen, dass wir das gemeinsam bauen. Das hier hat alles der Mundgewalt aufgebaut. Zuerst nur als Koks-Plantage, dann upgraded zu Red Hot Coke, damit wir hier eben auch die Hot Air anbieten können. Irgendwann ist das Ding voll und bietet an. Das ist super. Dann geht es hier drüben weiter. Da haben wir angefangen, oder hat er angefangen, aus Öl, aus einem Ölfeld Erze zu produzieren. Und sind wir noch nicht fertig, aber das kommt dann nächste Woche. Montag, Mittwoch, Donnerstag. Könnt ihr einschalten, wisst ihr Bescheid. Wir haben auch Borax inzwischen im System. Wir brauchen mehr und mehr Steine. Ich dachte immer, Steine sind so ein absoluter Nebenprodukt und wir brauchen die gar nicht so sehr. Aber tatsächlich brauchen wir doch ziemlich viel Stein. Und außer die Waldfee, es gibt hier den absoluten Rückstau. So, das hier ist unsere Kupferaufwertung. So, das ist so 11 Tage im Spiel. So 40, 50 Stunden aktive Spielzeit. Lass uns mal anfangen, Kupfer zu schmelzen. Und das Ding hier ist am Ende des Tages verstopft wegen Gravel. Ja genau, verstopft, weil ich hier keine zahlenmäßige Limitierung habe, was aber vollkommen okay ist. Das heißt, soll abgeholt werden, was da ist. Und wenn eben keine Steine, kein Gravel da ist, was abgeholt wurde, dann ist umso mehr Kupfer da. Perfekt. Die Station hat eine höhere Priorität. Das heißt, wenn jetzt Kupfer komplett aufgebraucht wäre und das mit Gravel und Stein voll läuft, dann wird hier trotzdem zuerst abgeholt für die Stationen, die Stein verbrauchen. Und die Stationen, die Stein
aus der Erde holen. Die haben eine niedrigere Priorität und werden dementsprechend nur abgeholt, wenn wir keine Nebenprodukte überhaben. Ich habe auch überlegt, ob man da was mit LTN-Netzen tricksen möchte. Und vielleicht fällt mir da noch eine schöne Lösung ein. Noch ist das nicht der Fall. Dann haben wir hier unsere Sauerstoff, Nitrogen, Hydrogen, Nitrogen, also pures Nitrogen und normales Nitrogen. Und haben hier auch eine schöne Schaltung, dass nur vernichtet wird, wenn irgendwas fehlt, wenn hier ein Zucker einfällt und Oxygen abholt, dann würde die Oxygenproduktion stillstehen, weil wir zu viel Hydrogen und zu viel von dem anderen Kram haben. Aber hier ist eine schöne Schaltung, die dafür sorgt, dass dann angefangen wird, das Zeug abzubauen, das wir nicht brauchen. Und hier ist es auch so, dass Hydrogen einfach überläuft. Hier sind es nur zwei Produkte, da ist die Schaltung einfacher. Hier sind es drei Produkte, ein bisschen komplexer. Aber ist eine sehr, sehr coole kleine Station, die uns Sauerstoff gibt, damit wir hier endlich mit Sauerstoff Kupfer anschmelzen können. Und wir haben jetzt hier 400.000 Molten Copper zur Verfügung, das irgendwie 240.000 Kupferplatten entspricht. Wir müssen nur mal das Casting bauen, damit es läuft. Und ja. Also wie ihr seht, es ist echt viel gewachsen. Wir haben unheimlich viele Sachen neu gebaut und Dinge auf verschiedene Arten und Weisen gebaut. Hier wird jetzt Urea angeboten, das nur aus Bakterien kommt. Was witzig ist, weil hier werden auch Pilze gebraucht, damit da diese Bakterien was zu essen haben. Und das ist sozusagen genau das gleiche, die gleiche Urea-Produktion wie bei den Tierchen. Nur, dass die hier halt vegan ist, weil wir keine Tiere halten müssen. Kommt vom Pi-Veganism-Mod. Und das ist halt diese Ebene. Man kann es auf so viele Arten und Weisen bauen und Pi fügt da noch so viel hinzu, dass es super ist. Und hier Ammonia haben wir auch schon angeboten. Also, das ist klasse. Ich find's großartig. Ich bin immer noch happy. Wir werden sicherlich noch ein paar Wochen brauchen. Wenn nicht gar Monate. Wir werden vermutlich noch ein paar Monate brauchen, um voranzukommen. Wir hängen gerade zwischen dem ersten und dem zweiten Tech-Tier fest. Wir können vom Tech-Tier 1 alles bauen und müssen uns jetzt so langsam zum Tech-Tier 2 vorcreepen. Ich glaube, die nächsten Meilensteine werden, also technologische Meilensteine werden Stainless Steel werden, aber ich glaube, dass der nächste Meilenstein für mich wird sein, Zinn zu schmelzen, Eisen zu schmelzen, Aluminium zu schmelzen und dann die ganzen Alloys zusammenzuschmelzen. Denn was ich total geil finde, ist, es gibt diese Parts, Small Parts, und die kommen aus Eisenplatten. Bam, bam, bam. Oder hier eben aus verschiedensten Sachen zusammen. Aber die können auch einfach zusammengeschmolzen werden. Also ein Sandcasting, ein bisschen Rubber, ein bisschen Borax, Molten Iron, Molten Copper und wir haben Small Parts. Einfach relativ schnell. Wir haben die Forschung dafür noch nicht. Und ich muss mal ganz kurz schauen. Dafür brauchen wir das Chemical Science Pack, also das nächste Tier. Ja, das ist natürlich schade. Chemical Science Pack. Dafür brauchen wir Optical Fiber, Next Light, Complex Circuit Board, Stainless Steel. Eieieiei. Also das wird schwierig. Okay, also das werden wir wohl nicht als nächsten Meilenstein haben. Tint Cable. Den können wir nämlich auch zusammenschmelzen, nämlich aus Molten Copper, Molten Tin, und das haben wir schon. Okay, also Tin Cable ist auf jeden Fall ein nächster Meilenstein, und mit Hot Air wird es wieder effizienter. Ja. Also es bleibt für mich auf jeden Fall super spannend, super interessant, und ich bin echt wieder positiv überrascht. Wir haben ein paar kleine Änderungen am LTN gemacht. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass wir nicht ständig kreuzen. Also in den alten Stationen, ich muss mal irgendwie eine gescheite Station hinstellen, da. In den alten Stationen hatten wir hier immer ein Gleis, das wieder zurückgeführt hat. Es hat halt immer gekreuzt, haben wir diesmal nicht. Wir haben größere Stationen, wo wir die Stationen sozusagen überladen, wo eben zwei Stationen hintereinander stehen. Was cooler ist als zwei kleine Stationen nebeneinander, weil die sich eben die Wartepositionen teilen und wenn die sich gegenseitig blockieren, dann blockieren die sich eh nicht lange. Das ist okay.
Das hilft uns aber dabei, dass wir hier also dass wir hier immer eine Warteposition reinkriegen und nie in das Problem kommen, dass die Stationen so nah beieinander sind, dass wir da einen Stau haben, den wir mit Chain Signals auflösen müssen und dann muss ein Zug hier hinten auf einmal warten, bis er hier vorne durch kann. Wir haben jetzt hier bei Weitem noch nicht genügend Signale, also hier fehlen Signale, definitiv. Aber wir haben nicht so viele Züge, das wird alles nachgeliefert, das ist alles okay. So, das heißt aber jetzt, wenn ein Zug von hier rausfährt und hier nach Süden fahren möchte, musst du hier einmal komplett rausfahren, auf die innere Spur fahren, andersrum auf die äußere Spur fahren und nochmal wenden, damit er dann hier auf die innere Spur fahren kann, um abzubiegen. Eventuell ist das hier ein Zug, der das gerade macht. Nee, macht er nicht. Das heißt, das ist nicht so ganz optimal. Eventuell müssen wir hier nochmal so einen Mixer hinstellen und dann eben so eine Station vermeiden und die Station eben hier andocken, sodass die Kreuzung halt frei bleibt. Dann könnten wir das tatsächlich auch gescheit machen. Also die Station werden wir vermutlich nochmal ein paar Schritte rüberziehen. Und dann werden wir bei den Kreuzungen hier so ein Ding noch einziehen. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir haben absolut keine Probleme mit dem Zugnetz. Wir haben wieder viel zu groß gebaut und das ist vollkommen okay. Das ist richtig, richtig gut. Wir sind sogar dazu übergegangen, Sonderlösungen zu bauen, damit wir Erzfelder langsam, aber sicher mal abgebaut kriegen. Also irgendwann werden wir auch hier, wenn das Quarz alle ist, die Gleise dran vorbeischieben und das Quarz abbauen. Wir hatten hier mal ein Kohlefeld, deswegen ist hier auch eine Lücke drin. Und das ist inzwischen abgebaut. Nee, spannend. Hier ist es. Ist es fast abgebaut. Aber die Lücke ist drin wegen der Schmelze. Worum es mir geht ist, ja, das ganze Ding hat jetzt einen Zustand und der Zustand wird über Zeit und über Zeit und über Zeit besser. Und es ist schon besser geworden und es wird noch besser. Und das ist halt das Coole. Man kann da einfach inkrementell besser werden. Man muss nicht super krass am Anfang anfangen und dann ist alles episch klasse, sondern man kann einfach starten. Und damit verabschiede ich mich. Das war der Wochenrückblick. Vielleicht schaffen wir es bis nächste Woche, komplexes Circuits herzustellen. Vielleicht wird es auch nur bei Stainless Steel aufhören. Wir stressen uns nicht. Wir haben absolut keinen Fortschrittsstress. Wir können Dinge einfach schön langsam vorantreiben. Wir genießen hier den Playthrough, also wir stressen uns da überhaupt nicht. Wenn wir nächste Woche exakt auf demselben technologischen Stand sind wie jetzt, aber schöne Schmelzen haben, mehr Züge haben, das alles funktioniert, stabiler produzieren, weil wir noch verschiedene Rezepte angeschlossen haben, hey, dann ist das vollkommen okay, dann ist das richtig cool. Und wir hatten dann gemeinsam und haben viel Spaß. Wenn ihr mitspielen wollt, schaut uns auf Twitch zu. Schaut rein, ob die Chemie passt. Und kommt dann auf unseren Discord. Dort kriegt ihr die IP und das Passwort. Um Mittwochs, upsala, keine Gläser umschmeißen bitte. Um Mittwochs, Donnerstag und Montags, ausnahmsweise mal andere Reihenfolge, mit zu uns mitzuzocken. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Und ich wünsche euch auch einen schönen Tag.